nicht, wie es so geht, dass aus Mehl und Wasser Brot entsteht. Doch knete ich nur genug herum, kann ich schon in den Ofen tun. Wermelskirchen TV im Talk. Heute, wie man unschwer erkennt, in einer Backstube in Wermelskirchen mit einem der wohl bekanntesten Bäcker unserer Stadt. Und das ist Friedel Schrack, der steht hier neben mir. Hallo, Herr Schrack. Guten Tag. Heute sind wir in Ihrer Backstube gelandet. Das ist, Backen ist ja für Sie eine Tradition. Wir hatten ja immer kurz darüber gesprochen. Seit wann backen Sie selbst? Ich habe 56 bis 59 die Lehre gemacht und bin seit der Zeit durchgehend in der Backstube. Das heißt, vorher gab es schon Ihren Vater und Ihren Großvater? Und den Urgroßvater. Das heißt, wie viele Jahre haben wir jetzt zusammen? Seit 1888, also mittlerweile im Oktober irgendwann 125 Jahre. Da gibt es viel zu erzählen aus dieser Zeit, da wollen wir auch gleich nochmal drauf kommen. War das für Sie eigentlich immer noch eine spannende Frage, werde ich Bäcker oder nicht? Oder war das von Anfang an klar für Sie? War eigentlich klar. Ohne Wenn und Aber. Ich bin freiwillig in die Backstube gegangen und ich finde heute noch, Backen ist geil. Und was macht für Sie die Faszination beim Backen aus? Ja, einmal fängt man ja praktisch mit den Rohzutaten an. Man kann seine eigenen Rezepturen kreieren. Man sieht, wie sich alles entwickelt. Man sieht, wie es fertig gebacken wird. Und wenn es dann gelungen ist, finde ich das, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz einfach geil. Und was ich noch dazu sagen wollte, viele sagen ja, Bäcker müssen früh aufstehen. Haben Sie da ein Problem mit? Nee, ich habe da kein Problem mit. Man muss sich ganz einfach ein bisschen danach richten. Das ist vollkommen klar, ne? Wollen wir es nochmal formulieren? Wann stehen Sie morgens hier in der Backstube auch? Wir fangen um halb zwei, fangen wir hier an. Halb zwei nachts? Ja, klar. Und das geht bis wann ungefähr? Ja, meistens sind wir so halb neun, neun Uhr sind wir dann hier in der Backstube fertig, ne? Und was backen Sie am liebsten? Gibt es ein Lieblingsgebäck, was Sie machen? Am liebsten mache ich eigentlich Brot. Und Sie haben ja auch einige Sorten, die mittlerweile in Wermelskirchen auch legendär sind. Welche wären das zum Beispiel? Ja, unser Nullbrot. Nullbrot ist ja eine uralte Brotsorte. Und dann haben wir zu dem 100-Jährigen nochmal eine alte Rezeptur aufgegriffen, das heißt Peters Bestes. Der Peter war mein Uropa und von dem haben wir nochmal so eine alte Rezeptur neu aufgemöbelt. Und dieses Peters Bestes backen wir auch heute noch. So, das ist unser Peters Bestes, was ja zu dem 100-Jährigen nochmal wieder aufleben lassen. Die Rezeptur ist noch von meinem Urgroßvater, von dem Peter Schrag. Und die zeichnet sich dadurch aus. Er hat einen hohen Sauerteiganteil und wird extrem lange gebacken. Dadurch eine feste Kruste und eine sehr lange Frischhaltung. Ohne Konservierungsstoffe, verstehe ich. Ohne Konservierungsstoffe. Das ist nur mit Mehl, Wasser, Sauerteig, Salz und ein bisschen Hefe. Also da ist nichts von Chemie oder ähnlichem drin. Ne? Urtypisch wäre ja auch ein Vollkorn, bergisches Schwarzbrot, das machen Sie auch? Nee, nicht mehr. Es sind so verschiedene Brotsachen, die sind einfach aus der Mode gekommen. Ne? Und dazu gehört auch dieses typische viereckige bergische Schwarzbrot. Haben wir früher auch gemacht. Ne? Aber da ist einfach die Zeit drüber gegangen. Ne? Meinen Sie, da kommt das nochmal zurück, die alte Tradition? Ich glaube nicht. Und Ihr Vater war ja auch Bäcker. War der ein Vorbild für Sie? Ja, kann man sagen. Doch, in Bezug auf Pünktlichkeit, Fleiß, Zuverlässigkeit und so weiter, war der ein absolutes Vorbild. War ein guter Vater. Haben Sie als Kind Ihrem Vater auch geholfen, Brot austragen? Ja, klar. Nach dem Krieg, als wir noch kein Auto hatten, da musste ich zum Beispiel runter in Eifchen-Restaurant liefern, im Winter mit dem Schlitten, ein Korb voll Brot auf dem Schlitten. Und auf dem Weg ins Eifchen bin ich im Schnee mit dem Schlitten umgekippt. Das Brot ist durch den Schnee geflogen. Und als ich dann im Eifchen ankam, war ich am Weinen,
weil war ja eine Katastrophe. Da sagte die damalige Wirtin, die Aline Wolf, Jung, das ist nicht schlimm. Die kommen nur dem Kohlenpott, die merken das alle nicht. Also waren da auch Ihre Kunden quasi auch ein bisschen wie Freunde? Ja, kann man so sagen. Das war ein richtig familiäres Verhältnis. Im Eifen, da waren wir einfach zu Hause. Das war so. Und war das eigentlich immer nur eine Tradition unter den Männern Schrag oder haben die Frauen Schrag auch irgendwie Tätigkeiten hier in der Backstube gehabt? In der Backstube weniger, mehr im Verkauf. Ne? Wir hatten ja früher hier in der Königstraße auch einen Laden. Und zu der Zeit, da hatten wir noch keinen Laden in der Stadt. Da sind wir ja noch rumgefahren. Wie gesagt, erst nach dem Krieg erstmal mit dem Fahrrad und mit dem Schlitten. Und dann später hatten wir wieder ein Auto. Und da ist meine Mutter dann auch mitgefahren. Ne? Also hat das Brot quasi mit ausgeliefert? Ja, genau so. Und dann gehen wir noch eine Generation zurück. Wir hatten es eben gesagt, 1888. Ja. Haben Sie denn an Ihren Urgroßvater, wahrscheinlich natürlich keine, aber Ihren Großvater vielleicht noch Erinnerungen? Ja. Den Erich Schrag, also mein Opa, den habe ich noch gut gekannt. Den habe ich noch gut in Erinnerung. Ne? Backstube, haben Sie den auch in der Backstube erlebt? Ja, da war ich noch Kind. Da habe ich schon mal in der Backstube mitgespielt. Sagen wir mal so, ne? Nee, aber richtig mit ihm gearbeitet nicht mehr. Und die Zutaten damals, kamen die ja von den örtlichen Bauern? Also das Getreide, das Mehl oder wo haben Sie das bezogen? Ja, ich kann mich daran erinnern, unmittelbar nach dem Krieg, in der schlechten Zeit, da hatten wir auch schon mal eine Mühle. Und da haben wir mit den Bauern zum Beispiel getauscht. Wir kriegten Roggen, haben damit Schwarzbrot gebacken und die Bauern kriegten dafür Brot zurück. 125 Jahre Tradition und die geht ja weiter, weil neben mir steht ein Junior Schrag schon, der auch schon in der Backmontur ist. Das heißt, Sie werden auch Bäcker werden? Bäcker nein, im Verkauf ja. Gesundheitlich bedingt kann ich keinen Bäcker lernen. Haben wir öfters versucht, aber im Verkauf habe ich jetzt, soweit bin ich fast mit der Prüfung durch. Haben jetzt noch bis zum Januar Zeit, dann steht die Prüfung an und dann werde ich im Verkauf für unsere Kunden da sein. Und da sind wir beim Stichwort Kunde. Eigentlich müssten Sie ja fast jeden Wermelskirchner hier kennen als Kunden oder beziehungsweise, weil Sie schon so ewig in der Stadt sind. Ist das so, Herr Schrag? Ja, wir kennen sehr viele. Jeden natürlich nicht, aber wir kennen schon sehr viele Leute. Gibt es denn für Sie beide, kurz gefragt, auch neben dem Backen noch irgendwelche Hobbys oder Aktivitäten, die Sie betreiben? Ja, klar. Fahrradfahren, Tennis spielen, Skifahren. Jetzt einfach mal in der Kneipe gehen, Bier trinken zum Beispiel. Ganz wichtig. Ja, klar. Muss sein. Und wie ist bei Ihnen? Ja, also wir teilen unsere Hobbys auch. Ein großes Hobby von uns beiden ist auch Motorsport. Dürfen wir nicht ausgrenzen. Und wo ihr jetzt gerade zum Beispiel sagt, so mit Skifahren und so, wir sind von klein auf, ich bin mit dem Skifahren so gesehen groß geworden und das hat uns auch immer sehr zusammengeschweißt, sag ich mal. Dass wir als Team, ob beim Skifahren oder wenn wir irgendwo anders hingefahren sind, das passt schon, auf jeden Fall. Also das muss auch sein, dass wir zusammen nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Alltag uns, dass man Zeit miteinander verbringt, auch neben dem Beruf. So, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, am 19. Oktober ist es soweit. 125 Jahre Jubiläum für die Bäckerei Schrag. Ist da irgendwas Besonderes geplant? Ja, auf jeden Fall. Wir laden natürlich alle unsere Kunden ein, auch die Zuschauer, die jetzt natürlich hier bei der Sendung zuschauen. Wir haben ein großes Programm für unsere Kunden und auch, wie gesagt, für die Zuschauer. Wir haben einen Holzbackofen da. Wir backen leckere Brote oder auch andere Sachen. Es gibt natürlich auch Kuchen. Dementsprechend breit gefächert, halt auch mit Getränken und allem, ein bisschen Unterhaltung, mal ein bisschen hier unten in der Backstube gucken, was ist hier überhaupt an Geräten, wie funktioniert was, wie wird ein Brot hergestellt, sind Sie gerne zu eingeladen. Was ich sagen wollte, das findet also hier in der Backstube statt. Ja, machen wir hier. Hier, also hier auf dem Hof und in der Backstube, das überschneidet sich irgendwie, ne? Ja, prima. Dann würde ich sagen, alles Gute zum 125-Jährigen, das haben wir ja schon und den Tag kriegen wir auch noch hin und ich finde das klasse, Vater und Sohn hier zusammen und ich wünsche für die Zukunft alles Gute und gibt es irgendeinen Bäckerspruch, den man dann noch sagt? Ja,
Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Bäcker schreit. Ja, man könnte sagen, Bagdad. Das war Wermelskirchen TV, der Talk. 125 Jahre Bäckerei Schrag mit Friedel Schrag und Philipp Schrag.